Themenblocks rund um den Schutz kritischer Infrastrukturen. Ja, jetzt haben wir heute schon viel hier auf der Bühne gesprochen über die unterschiedlichen Facetten der Digitalisierung der Verwaltung. Wir haben über Schutz und Sicherheit gesprochen und jetzt machen wir einen dritten großen Themenkomplex auf, der auch immer ganz, ganz wichtig ist hier auf der Smart Country Convention, und das sind die Smart Cities. Und da freuen wir uns sehr, dass wir wie in den Vorjahren auch vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen jetzt die aktuellen Entwicklungen rund um die Modellprojekte Smart Cities vorgestellt bekommen. Und dazu begrüßen Sie bitte ganz herzlich von der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities Matthias Wojwode von Gilardi. Ja, meine verehrten Damen und Herren, willkommen Modellprojekte Smart Cities. Wie gelingt der Transfer zukunftsfähiger Lösungen für eine integrierte Stadtentwicklung? Das ist unser Thema. Und ich begrüße hier auf dem Panel den parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Sören Barthol, Frau Sabine Maigel, Vorsitzende des Arbeitskreises Digitalisierung beim Städtetag Stadt Ulm, Herrn Christian Specht, erster Bürgermeister der Stadt Mannheim für Finanzen, Beteiligungsvermögen, Sicherheit und Ordnung und IT, und Frau Dr. Nora Reinecke, Projektleiterin für das Gesamtprojekt Connected Urban Twins bei der Stadt, bei der Hansestadt Hamburg. Sie vertritt allerdings auch ihre Projektpartner der Städte Leipzig und München. Willkommen. So, herzlich willkommen. Wie Sie sehen, ist eine Stele unbesetzt. Frau Professor Humann musste leider krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Das tut uns sehr leid. Sie ist Partnerin in der Koordinierungs- und Transferstelle Smart Cities, auch mit zuständig für den Wissenstransfer, um den es ja heute auch gehen soll. Ich bin aber sehr froh, dass wir dieses Panel hier in der Form haben, weil wir aus den Projekten hören können und auch vom Deutschen Städtetag, wie die Vision für die Zukunft ist. Und Herr Barthol, ich würde Sie gerne gleich zu Beginn fragen, was Sie denn von den Modellprojekten und vom Programm Modellprojekte Smart Cities insgesamt erwarten. Es ist ja ein Programm, das sehr vieles anders macht als andere Programme. Es ist sehr langfristig, es ist investiv, überjährig. Es umfasst Strategie und Umsetzungsphase. Und gestern am Stand hatten wir einen Empfang und da sagte eine Vertreterin eines Modellprojekts zu mir: Ich kann nicht versprechen, dass wir resilienter sind oder dass wir bessere Verkehrslösungen und vor allem integrierte Lösungen haben. Ich kann aber sagen, am Ende unseres Prozesses werden wir einen Kulturwandel in unserer Stadt erreicht haben. Trifft das Ihre Erwartungen und was konkret erwarten Sie sich noch von diesem Programm? Ja, vielen Dank. Erstmal schön, dass es dieses Panel hier gibt, weil ich glaube, es ist wichtig, davon auch zu profitieren, was es für Erfahrungen gibt, für Vernetzungen. Und es ist natürlich klar, es heißt ja Modellprojekte Smart Cities. Das heißt, es geht darum, wie wir am Ende auch insgesamt die Handlungsfähigkeit unserer Städte, unserer Kommunen, unserer Kreise auch stärken, wie wir uns auch ausprobieren, wie wir digitales Wissen schaffen, wie wir auch schauen, wie sozusagen jenseits der Technologiefixiertheit der Mehrwert aussieht für unsere Städte und Kommunen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz und ich finde bis jetzt ist schon bemerkenswert, auch mit welchem Elan sich diese Modellprojekte auch reinstürzen, was auch in der Stadtgesellschaft oder in der kleineren Gesellschaft in einer Gemeinde auch ausprobiert wird, was man sich traut, welche Schritte man bereit ist zu gehen. Ich hoffe natürlich, dass die meisten am Ende positive Erfahrungen gemacht haben und ich hoffe natürlich am Ende auch, dass andere Städte, die jetzt nicht Modellprojekte sind, natürlich auch davon profitieren. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass man auch gerade auf so einer Messe wie hier sich miteinander vernetzt, in den Austausch kommt, dass man voneinander lernt. Ja, und genau das ist ja auch
die Funktion des Städtetags hier in die Breite zu gehen. Frau Maigel, Sie sind ja Vorsitzende des Arbeitskreises Digitalisierung beim Deutschen Städtetag. Eine Funktion, die genau das verbindet, die Kommunen, Stadtentwicklung und Digitalisierung. Wenn ich Sie in dieser Funktion mal frage, es gibt ja eine Stellungnahme kürzlich aus dem Juni dieses Jahres mit dem schönen Titel Lichtermeer statt Leuchttürme. Da geht es ja um den Transfer. Welche zwei, drei Punkte oder ein, zwei Punkte würden Sie denn jetzt hier herausheben? Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an, um nachhaltige, lebenswerte, zukunftsfähige Smart Cities zu entwickeln? Vielen Dank für die Frage. Wir haben uns im Städtetag mit den vielen Mitgliedern dort natürlich auch Gedanken gemacht, wie kriegen wir denn die Sachen wirklich in die Breite? Was braucht es bei zukünftiger Förderung? Also gar nicht jetzt auf das Programm nur betrachtet, sondern wie muss denn die Förderlandschaft auch in Zukunft aussehen, damit möglichst viele Städte smart werden. Und da sind zwei Punkte wirklich ganz besonders wichtig. Der eine Punkt ist, dass wir sehr viel Wert auf die Vernetzung, auf den Transfer legen müssen, aber auch auf die gemeinsame Erarbeitung. Vieles, was ja in dem aktuellen Smart City Programm schon sehr gut passiert, über die Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften, wo ja gemeinsam auch an Projekten dann gearbeitet wird, wo viel Wert auf Open Source gelegt wird. Und gleichzeitig muss natürlich viel Wert darauf gelegt werden, wie werden denn die Dinge hinterher auch nachhaltig zur Verfügung gestellt. Und da ist der Ansatz, dass wir alle Städte mit Open Source arbeiten und das auch gemeinsam dann auf einer Plattform ablegen, sicher der richtige Ansatz, den wir alle sehr, sehr begrüßen. Und der weitere Punkt, der uns einfach sehr am Herzen liegt, ist der Wissensaufbau und die Kompetenz auch in den Verwaltungen, dass das weiterhin vorangetrieben wird, dass wir die Möglichkeit haben, dort auch in Reallaboren zu arbeiten, aber auch zum Teil Experimentierräume bekommen, um einfach innovative Dinge voranzutreiben. Genau, und deswegen habe ich auch gesagt, diese Stellungnahme oder gedacht im Vorgespräch gesagt, diese Stellungnahme, die trifft schon genau das, was im Programm Modellprojekt des Smart Cities angedacht ist. Und wir als Koordinierungs- und Transferstelle sind auch angetreten und beauftragt, genau das zu tun, Herr Specht. Im Vorgespräch haben Sie wiederum gesagt, Ihr Thema ist Klimaresilienz. Ich glaube, die Akustik ist nicht so gut, ne? Ihre schon. Ja, wo wollen Sie denn 2030 mit Ihrer Stadt stehen? Also ich glaube, wir in Mannheim stehen vor den ähnlichen Herausforderungen wie 11.000 andere deutschen Kommunen, nämlich insgesamt resilienter zu werden. Das haben die Krisen gezeigt und die aktuelle Situation für die Frage, wie sieht denn eigentlich eine Resilienz in einer Energiekrise aus zum Beispiel, zeigt, dass wir ohne Daten überhaupt gar keine Chance haben, richtig anzusetzen. Das heißt, vieles wissen wir gar nicht über unsere Stadt. Beispiel Wärmeleitplanung. Also wo liegt in unserer Stadt Gas? Wo liegt Fernwärme zum Beispiel? Wie muss ich ein Umstiegsprogramm in der Kürze denn stricken, damit ich tatsächlich Bürgerinnen und Bürger erreiche? Das setzt Daten voraus, Netztopologien, Daten über Anschlüsse, über das, was in unserer Stadt verfügbar ist. Und da zeigt sich sehr gut, dass wir für die Resilienz unserer Städte einen ganz anderen Zugang zu Daten und eine ganz andere Vernetzung von Daten brauchen. Und es gilt natürlich ganz besonders, was Sie angesprochen haben, wenn wir an die Klimakrise denken, die ist ohne Daten, ist die Transformation nicht zu schaffen. Und das ist für eine Stadt wie Mannheim, die extrem heiß ist, ist das Thema Klimaanpassung, Hitzeschutzaktionsplan, den wir haben. Wie setzen wir denn sinnvoll um, ohne zu viele Ressourcen einzusetzen zum Beispiel? Wie können wir dort Klimadaten zusammen verschneiden mit dem Baumkataster, ich sag's mal so, mit Feuchtigkeitsdaten, um intelligenter mit der Ressource Wasser umzugehen, aber vielleicht am Ende des Tages sogar auch die Bürgerschaft zu motivieren, Baumpatenschaften digital abzubilden, um somit den Bürger zum Teil also zu einem Lösungsanbieter im öffentlichen Raum zu machen. Und das sind so Dinge,
da hilft uns dieses Modellvorhaben und die Modellstadt Smart City ganz besonders. So gibt es eine Reihe von Beispielen, können Sie fortsetzen von der Frage, wo bauen wir Elektroinfrastruktur hin zum Beispiel, wie nutzen wir den Aufbau der Elektroladeinfrastruktur, um das Verkehrsverhalten zu verändern zum Beispiel. Was heißt es für die Strombereitstellung im Raum? Also gibt es unendlich viele Handlungsfälle, die man definieren kann, bis hin zu der Frage Wohnraummobilisierung mit Daten, mit Kenntnis über unsere Bevölkerung. Und deswegen ist es so spannend und deswegen machen wir gern mit hier bei dem Projekt und hoffen auf viele gute Ideen, weil wir lernen voneinander. Wir sind keine Wettbewerber als Kommunen, sondern wir entwickeln das gewissermaßen in Kooperation. Da knüpfen Sie an das, was Ministerin Geiwitz gestern auch gesagt hat. Der Unterschied der Kommunen, die natürlich auch im Wettbewerb der Ideen antreten, ist zum kommerziellen Bereich. Hier geht es um Kooperation. Und natürlich sind es nicht unsere Ideen, sondern es sind die Ideen der Kommunen und Städte mit ihrer Bürgerschaft, die diese Ideen hier in den Raum stellen. Und wir natürlich versuchen, sie miteinander zu vernetzen und ein selbstlernendes System innovativer Städte und Gemeinden zu entwickeln. Frau Reinicke, Sie vertreten hier ein besonderes Projekt, nicht nur, weil es besonders groß ist, sondern auch, weil es drei Großstädte zusammenbringt in einer interkommunalen Kooperation. Können Sie eine einzige Vision für Ihr Projekt bis 2030 formulieren? Und wenn ja, wie sieht die aus? Nehmen Sie sonst einfach ein anderes Mikro. Ich probiere mal dieses hier. Dieses funktioniert. Gut, dass wir zu viert hier sind als Gäste dieses Panels. In der Tat kann ich sehr gerne eine Vision unseres CAT-Projektes erzählen. Und da haben wir auch als drei Städte lange dran gearbeitet, selbst wenn da einfache Sätze bei rausgekommen sind. Und das ist auch das, was unser Projekt auszeichnet, als Drei-Städte-Kooperation zu schauen, wo stehen wir, wo wollen wir hinarbeiten, was ist unsere Vision, was ist unsere Motivation. Und wir stehen dafür, dass wir urbane digitale Zwillinge weiterentwickeln wollen für die integrierte Stadtentwicklung und diese Zweiseitigkeit, also die technologische Weiterentwicklung zwangsläufig verknüpft mit Anwendungsbeispielen aus der Stadtentwicklung, ist unser zentrales Momentum, also das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Urbane digitale Zwillinge als Konzept, als virtuelles Abbild einer Stadt sollen alle relevanten Daten beinhalten können, sollen verschiedenste Darstellungs-, Simulation-, Interpretationsmöglichkeiten darstellen, aber sind auch nur so stark wie das, was wir damit anfangen. Also für uns geht es auch ganz zentral darum, was wir für Ziele damit verfolgen, was wir für Anwendungsfälle haben, was für Fragestellungen uns als Städte bewegen. Und da wurden ja auch von meinen Vorrednern schon verschiedene Beispiele genannt. Das sind verschiedenste Themen der Stadtentwicklung, der Klimaresilienz, der Energienutzung, der Quartiersentwicklung, also unterschiedliche Themenbereiche, die uns motivieren, an diesem Baukastensystem zu arbeiten. Und Baukastensystem ist ein Stichwort, was ich gerne auch direkt am Anfang einmal nennen möchte. Wir arbeiten einerseits an der Weiterentwicklung von Tools, die im Kontext des Zwillings genutzt werden können, und an Anwendungsbeispielen. Und gleichzeitig ist für uns ganz zentral und wichtig, unsere Baukastensystematik zu etablieren, weiterzuentwickeln und zwangsläufig in einem modularen System interoperabel mit offenen Schnittstellen zu arbeiten, sodass eben nicht nur für uns drei Partnerstädte, sondern auch für andere Städte und Kommunen einzelne Bestandteile dessen oder auch hypothetisch alle Bestandteile dessen übertragen werden können. Und das passt ja auch sehr gut zu dem, was meine Vorredner sagten. Und das ist meiner Meinung nach auch was, was unsere MPSCs auszeichnet. Das sind zwar einzelne Städte, insgesamt 73 Projekte Status Quo, die im Rahmen der MPSC Förderlinie gefördert werden, aber gleichzeitig geht es eben auch darum, Mehrwerte, Strukturen, Erfahrungen zu schaffen, Übertragbarkeiten zu generieren, die auch für weitere Städte und Kommunen nutzbar gemacht werden. Das heißt, Sie haben in Ihrem Projekt bereits diesen Experimentierraum geschaffen und den Transfer zwischen den Städten und das als Testbed sozusagen für den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch in die Breite.
Ganz genau. Also wir haben einerseits natürlich Erfahrungen, die wir aus den drei Städten Hamburg, Leipzig, München mitbringen. Unterschiedliche Ausgangslagen, wie alle anderen Städte und Kommunen auch. Und stellen fest, wir haben eine unterschiedliche IT-Infrastruktur. Wir haben andere Fragestellungen, an denen wir arbeiten. Wir haben eine unterschiedliche Geodateninfrastruktur. Also verschiedenste Bereiche, die unterschiedliche Voraussetzungen schaffen. Wobei im Vergleich zu allen 11.000 Städten und Kommunen, natürlich Hamburg, Leipzig, München, alles drei Großstädte, alles drei Städte, die im Bereich Digitalisierung relativ weit entwickelt sind, schon auch viele gemeinsame Nenner aufweisen. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir auf unterschiedlichen Strukturen aufbauend Baukastensysteme entwickeln können, die auch unter unterschiedlichen Voraussetzungen und für unterschiedliche Fragestellungen nutzbar gemacht werden können. Und im Kontext unserer Projektstruktur, unsere drei Städte, bringen wir nicht nur unterschiedliche Erfahrungen mit und unterschiedliche Inhalte, Fragestellung, die wir gemeinsam bearbeiten, sondern sind eben auch dabei, aus unseren drei Städten, aus allen beteiligten Bereichen, also wir haben ja auch in unseren drei Städten verschiedene Stakeholder, die beteiligt sind, aus der Stadtverwaltung, Wissenschaft, Forschung, also unterschiedliche Bereiche, die da abgedeckt werden, auch thematisch. Und diese Erfahrungen und dieser intersektorale Ansatz ist auch ganz zentral und wir arbeiten auch im Kooperationsprojekt gemeinsam an der Konkretisierung der Ziele, also auch an der Agenda, die wir mit dem Projekt verfolgen und nicht nur basierend auf unterschiedlichen Ausgangslagen. Ja, Herr Bartol, wenn Sie das reflektieren, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus den 73 Modellprojekten, die im Moment in der Förderung sind. Ich habe schon ein paar Stichworte gehört, aber auf welche Ziele der Bundesregierung und Ihres Hauses zahlen diese Modellprojekte ein? Und wie kann sozusagen das Szenario am Ende dieser langen Reise, die ja wahrscheinlich nie beendet sein wird, aussehen? Wo stehen wir dann? Welche Ziele haben Sie jetzt schon entdeckt? Naja, ich glaube, einiges hat man doch hier gerade gehört. Am Ende geht es ja darum, dass wir auch einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Prozesse zu optimieren, sondern auch zu gucken, wie schaffe ich einen Mehrwert für die Kommune, für die Menschen, die in dieser Kommune leben, aber natürlich am Ende auch für die Umwelt, für andere Themen, für die Sicherheit, für Wirtschaftlichkeit. Also es gibt ja viele Themen, die damit abgedeckt werden. Und wenn man sich nochmal den Panel-Titel anguckt, wie gelingt der Transfer zukunftsfähiger Lösungen für eine integrierte Stadtentwicklung? Es geht ja hier auch darum, integrierte Stadtentwicklung weiterzuentwickeln. Und wir erleben halt hier jetzt die digitale Komponente, das Zusammenfügen, das Aggregieren von Daten, das Auswerten von Daten, die Überlegung, was tue ich eigentlich mit diesen Daten? Wie kann ich dort Anwendungen auch generieren, die auf der einen Seite, wie gesagt, der Stadtgesellschaft zugutekommen, manchmal aber vielleicht auch ganz andere Dinge noch, Stichwort Geodaten, da erleben wir ja auch, da passiert ja auch viel mit. Und ich finde, wenn man dann das auch sieht, dass gerade die Vernetzung, jedenfalls haben es alle drei hier gesagt, ganz im Vordergrund steht, dass man auch wirklich erkennt, dass die Modellprojekte auch den Auftrag, vor allen Dingen auch den Auftrag haben, andere Kommunen am Ende auch mitzunehmen, zu begeistern, ihre Modelle auch so offen und transparent zu gestalten, dass sie eben von anderen auch adaptiert werden können, dann ist es etwas, was perfekt zum Portfolio unseres Hauses passt. Und das ist auch überhaupt die Idee, warum wir diese Modellprojekte ins Leben gerufen haben. Ja, ich habe auch gehört, Wohnen ist ein Thema. Das ist ja nun auch eine Priorität Ihres Hauses in den Projekten. Und ich glaube, die digitalen Grundlagen, wie ein digitaler Zwilling, der hat ja viele Anwendungsbereiche. Und Sie, Herr Specht, machen das in Mannheim ja auch. Datenplattformen sind eine wichtige Grundlage. Die Herausforderungen und Chancen sind ja vielfältig. Wir haben ins Gepäck bekommen, oder Sie haben ins Gepäck bekommen vom Ministerium, von der Bundesregierung, integriert zu handeln, also sektorübergreifend. Sie haben ins Gepäck bekommen, gemeinwohlorientiert zu agieren. Was bedeutet das eigentlich in Ihren Projekten, würde mich interessieren. Die Modellhaftigkeit, auf welcher Ebene können wir die überhaupt herausarbeiten? Diese Frage müssen wir, glaube ich, auf dem Weg gemeinsam auch klären. Herr Bartol hat eben schon die sozialen und technischen Innovationen, eigentlich soziotechnische Innovationen, wie sie auch in der Smart City Charta ja sozusagen ins Gebetbuch geschrieben worden sind, drin, hat viel mit Scheitern zu tun. Also wenn wir diese Punkte vielleicht mal nach und nach
sezieren und fragen, wie setzen Sie das in Ihren Projekten um? Wir müssen jetzt nicht alles in einer Antwort verpacken, aber vielleicht starten wir mal mit dem integrierten Charakter und dem gemeinwohlorientierten Charakter, Herr Specht. Ja, also zunächst einmal ist es so, dass die Herausforderungen, die die Städte haben oder die Kommunen haben, die sind sehr, sehr ähnlich, aber Sie haben schon gehört, die IT-Systeme sind sehr unterschiedlich, die Governance-Struktur, das Thema, wie holt man Daten aus verschiedenen Silos, innerhalb einer eigenen Stadtverwaltung, die dieses Thema Smart City als Leitthema gesetzt hat, ist es nicht einfach, um das mal deutlich zu sagen. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist, dass wir klar machen, wie sieht die Governance-Struktur aus und wie ist die fundiert, wie wird die gelebt von oben runter. Das ist sagen wir, sehr zentral. Das Thema Gemeinwohlorientierung, alle unsere Lösungen, die wir als Stadt anbieten, haben natürlich das Ziel, die soziale Zusammenhalt, den öffentlichen Zweck in unserer Stadt, unserer Städte zu verbessern, die Lebensqualität, den Lebenswert zu erhöhen. Insofern ist jeder Ansatz eigentlich schon gemeinwohlorientiert. Jetzt kann man auch sagen, wie schaffen wir es, anderen Stakeholder in der Stadtgesellschaft mit zu integrieren auf diesem Weg? Also gibt es eben nicht auch noch die Unternehmen, die das gleiche Ziel haben sollten, zum Beispiel in unserem Beispiel klimaneutral bis 2030 zu werden, einer der Standorte mit der höchsten Energieintensität. Das ist ein Thema, was Sie nur mit einer ganzen Stadtgesellschaft lösen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch bei Smart City die Perspektive anderer Stakeholder mit einbezogen wird von Anfang an. Das sind nicht immer nur die Workshops, sondern das sind eben ganz einfache Anwendungsbeispiele, wo der Bürger unmittelbar sieht, ich habe einen Nutzen davon, dass ich meine Daten meiner Kommune zur Verfügung stelle. Und ich sage bewusst meiner Kommune, nicht einem Dritten, weil wir garantieren ihnen, also wir wollen die Datensouveränität haben und wir garantieren ihm, dass wir mit seinen Mobilitätsdaten, die er uns gibt zum Beispiel, dass wir dort keine Geschäftsmodelle aufsetzen, sondern den Service für ihn verbessern. Und das zu vermitteln und auch zu beweisen, ist manchmal gelingt es, manchmal gelingt es weniger gut. Aber dazu zählen natürlich eben auch diese Modellprojekte. Und deswegen ist gut, dass wir hier ein bisschen ein Experimentierfeld auch haben, wo Scheitern auch erlaubt ist. Und das ist, glaube ich, ein Dank an die Ministerien oder an das Ministerium. Man sagt, nicht jedes Projekt wird zum Erfolg führen. Wir testen einfach auch mal was in der Verwaltung, die an Recht und Gesetz orientiert ist, ein komplett radikal neuer Ansatz ist. Ich sage immer, wir haben Pop-up-Radwege in den Corona eingeführt, die waren glatt rechtswidrig. Klar rechtswidrig, egal in welcher Stadt, waren durch nichts gedeckt von der Straßenverkehrsordnung. Heute haben wir sie und so lasst uns vielleicht auch ein bisschen mit Smart City vorgehen. Wir sagen, manchmal müssen wir auch nicht vielleicht einen Rechtsbruch wagen, aber ausloten, was möglich ist. Ich will nicht dazu aufrufen, als Jurist sowieso nicht, aber ausloten, was möglich ist. Und dazu dient diese Modellstadt auch. Müssen wir dann vielleicht auch die Zuständigkeiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, ich begebe mich jetzt auf ein sehr dünnes Eis, aber neu diskutieren? Herr Barthol, Frau Maigl. Sie müssen nicht antworten. Ich hab kein Problem. Ich werde nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ich bin bundestreu. Ich weiß, dass die Länder den Bund gegründet haben. Ich weiß, dass die Kommunen eine eigene staatliche Ebene sind. Und das, finde ich, muss man berücksichtigen. Es geht nicht, es funktioniert auch nicht, dass wir irgendwas von oben rüber stülpen, was dann die Kommunen umzusetzen haben. Sondern ich glaube, jede Kommune muss ihre Ansätze finden. Wichtig ist, dass sie, wenn sie sie gefunden hat, auch teilt, dass es transparent ist, dass es gemeinwohlorientiert ist. Aber ich sage mal so, ich meine, sowas findet halt auch in der Kommune statt. Ne? Also wenn wir über sowas reden, dann findet Smart City in der Kommune statt. Das kann von uns unterstützt werden. Es gibt auch sicherlich Regulierungen oder Themen, wo wir gegebenenfalls tätig werden müssen, weil es Dinge behindert, die ausprobiert werden oder wo man merkt, da gibt es Regulierung, die ist hinderlich. Darüber muss man dann reden. Das sollten alle Ebenen im Geiste einer vernünftigen, fortschrittlichen Digitalisierung im Sinne der Menschen auch tun. Ja, Frau Maigl, die nochmal zum Deutschen Städtetag, ne, und der Stellungnahme. Ich habe da eine Fassung, ein Zitat mal rausgenommen. Zitat, Qualifizierung und Kulturwandel müssen gezielter angegangen werden. Das hat ja auch gestern beim Empfang die eine Kollegin erzählt. Der interne Kompetenzaufbau in der Kommunalverwaltung sollte stärker gefördert werden, um Wissen und Erfahrung nachhaltig zu sichern. Wenn Sie jetzt als Vertreterin, auch als Programmleiterin des Modellprojekts in Ulm
antworten. Welche Probleme hilft denn das Modellprojekt an dieser Stelle Richtung Kulturwandel jetzt schon zu lösen? Also dadurch, dass ja freundlicherweise vom Ministerium auch wirklich Personalstellen gefördert werden, hebt sich dieses Programm schon sehr von anderen Förderprogrammen ab, indem wir eben einfach zusätzlich auch Personal gewinnen können, was dann speziell ausgebildet ist in unterschiedlichen Bereichen. Und diese Expertise über dieses Förderprogramm in die Stadt zu bekommen und damit eben auch den Kollegen und Kolleginnen in den anderen Abteilungen zur Verfügung zu stellen, das hilft schon sehr. Wir versuchen dabei eben auch nicht nur die konkreten Projekte umzusetzen, sondern immer auch ein Stück weit diesen Wissenstransfer auch in der eigenen Stadt zu leben, damit eben nicht nur der oder die neue Kollegin das Wissen hat, sondern das wirklich dann auch breit in die Fläche kommt in der einzelnen Stadt. Wir haben dazu in Ulm unter anderem einen Kreativraum eingerichtet, was so ein bisschen was ist wie so ein Innovationslabor, wo man mit kreativen Methoden, mit Design Thinking und Ähnlichem dann eben auch mal in einer anderen Art und Weise an die Projektumsetzung gehen kann. Ja, und Kulturwandel erfordert ja auch Transfer innerhalb der Kommune, aber wir denken ja landesweit, national, international natürlich auch, aber das erfordert Transfer. Und Stichwort Transfer wäre natürlich spannend. Die ersten Modellprojekte sind 2019 an den Start gegangen, die meisten in der Strategiephase, und jetzt sollten irgendwann Lösungen sichtbar werden. Wie können denn diese modellhaften Lösungen aussehen? Gibt es da schon sichtbares Erstes, wo Sie sagen können, das ist ein Modell, das könnte für andere Städte und Kommunen interessant sein? Ganz konkret aus Ihren Erfahrungen in den drei Städten, Frau Reinecke vielleicht. Also zum modellhaften Charakter möchte ich nochmal betonen, dass gerade diese Systematik für uns was sehr Modellhaftes hat, nämlich zu sagen, dass wir interoperable Schnittstellen haben, unterschiedliche Module, die eben auch als Modelle dann übertragen und genutzt werden können. Und gleichzeitig arbeiten wir an der konkreten Umsetzung von verschiedenen Tools, an der Entwicklung neuer Tools und an Anwendungsfällen. Und diese Zwillingssystematik ist auf jeden Fall etwas, was wir als übertragbar und als modellhaft sehen. Wir haben als CAD-Projekt auch eine DIN-SPEC initiiert zu urbanen digitalen Zwillingen, in der Hoffnung, da auch weitere Akteure, Städte und Kommunen einzubeziehen in diesen gemeinsamen Prozess, damit wir das, was wir dann als Standards setzen, eben auch möglichst weit gültig in Deutschland nutzen können, um ein gemeinsames Verständnis zu haben, was meinen wir, wenn wir davon sprechen, eben auf Datenbasis zusätzliche Möglichkeiten zu haben, Visualisierung, Interpretation, Simulation etc. Und gleichzeitig denke ich, ist diese Systematik wirklich das, was unser Projekt stark macht und auch was den Mehrwert für weitere Städte und Kommunen bildet. Auf der Umsetzungsseite, an der wir parallel selbstverständlich auch arbeiten, gibt es Tools, die wir entwickeln oder weiterentwickeln, und es gibt Anwendungsfälle, und da sehen wir auch schon innerhalb der drei Städte, dass wir für unterschiedliche technische oder technologische Lösungen unterschiedliche Anwendungen haben, sei es jetzt eine Virtual Reality Anwendung im Hamburger Hafen, die ebenfalls beim Lastenradverkehr in München Anwendung finden kann, oder auch bei Bürgerinnenbeteiligung in Leipzig, was wir jetzt gerade überlegen im Rahmen des Projektes. Also das sind auch unterschiedliche Lösungen, die für unterschiedliche Fragestellungen aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen genutzt werden können, und da sehe ich eben auch die Modellhaftigkeit und Anschlussfähigkeit für weitere Städte, Kommunen, für unterschiedliche Fragestellungen, aber eben auch für unterschiedliche und noch vielseitigere Tools oder Bestandteile dieses Zwillings. Und der Zwilling an sich ist jetzt ja kein rein technologiegetriebenes Produkt, sondern es geht eben zwangsläufig immer um diese Interaktion zwischen Anwendungen, Fragestellungen, Nutzbarmachung und der Zielsetzung, dass das Ganze auf eine zukunftsfähige Gestaltung der Stadt hinwirkt. Ne, das sind dann auch Fragestellungen aus, Energienutzungsplan ist ein Stichwort beispielsweise, wo wir gemeinsam dran arbeiten und dann auch in den einzelnen Städten in unterschiedlichen Anwendungen schon einen Schritt weiter sind und im Projekt feststellen, was für Systematiken erkennen wir bei ganz unterschiedlichen Fragestellungen, ne, sei es jetzt Energie oder Mobilität, dass wir eine Systematik erkennen, die dann eben auch Prozesse vereinfachen soll, in anderen Themenbereichen. Also strategisch gedacht, auch Prozessmodelle
sind wichtige Übertragungsmomente an andere Kommunen. Nun entwickeln Sie eine Datenplattform, digitale Zwillinge. Herr Specht, das tun Sie auch, aber auf anderem Wege. Jetzt haben wir hier natürlich bei der Bitkom auch viele, die aus der IT-Branche kommen. Die spannende Frage ist ja, gibt es irgendwann eine Kongruenz, eine Konvergenz zu den guten Lösungen und lassen sich vielleicht aus diesem Vergleich oder dem Transfer zwischen aus den Erfahrungen vielleicht irgendwann die funktionierenden Lösungen ableiten? Was meinen Sie? Also auch wir arbeiten am digitalen Zwilling, vielleicht mit einem anderen Ansatz, weil wir sagen, mir hilft als Bürgermeister nicht nur das Abbild der Stadt zu haben, sondern wenn ich resilienter werden will, muss ich auch anpassungsfähiger werden. Dazu brauche ich Echtzeitdaten. Das heißt, nur das Abbild, das digitale Abbild einer Stadt mit ihren Prozessen reicht mir nicht aus, sondern ich brauche Echtzeitdaten, um aktuell steuern zu können. Weil die Fragen, die sich mir stellen und die den Erfolg meiner Politik bei der Bürgerschaft ausmachen, das sind Daten oder das sind Reaktionsgeschwindigkeiten, die viel höher sind als das, was wir bisher erleben, wenn wir unsere Daten auswerten. Das heißt, wichtig ist für uns zum Beispiel, kriegen wir tatsächlich was auf die Straße. Das heißt, 400 Sensoren verbauen wir in der Stadt zum Thema Klima. Klima muss jeder wissen, Klimadaten braucht jeder für ganz viele Anwendungen. Wir haben es gesagt, von der Stadtplanung bis zur Frage Verkehrssteuerung, bis zur Frage Klimaanpassungsmaßnahmen. Stellen Sie sich allein nur mal vor, die Anpassung der Rettungsmittelvorhaltung in einer Stadt. Wenige Hallen von hier ist der Europäische Kongress der Notfallsanitäter. Die sind angewiesen darauf zu wissen, wie entwickelt sich das Klima, wo sind Hitzeinseln, wie muss sich die Rettungsmittelvorhaltung in einer Stadt organisieren, um gewissermaßen im Vorlauf, 3 Wochen voraus, sagen zu können, welche Schichten teile ich ein, wenn es zu einer solchen Hitzelage zum Beispiel kommt. Und so lassen sich ganz, ganz viele Use Cases entwickeln, aber Sie brauchen dafür Echtzeitdaten. Sie können nicht beim Deutschen Wetterdienst anrufen und sagen, wie entwickelt sich das denn in einer Kachel von 1 Kilometer auf 1 Kilometer, sondern ich brauche es in den Straßenzügen und dort insbesondere auch in den Sozialräumen. Also die Stadt besteht aus mehreren Sozialräumen. Das heißt, habe ich zum Beispiel Benachteiligung in bestimmten Räumen, wo ich weniger Grün habe, wo Menschen wohnen, die vielleicht noch stärker darauf angewiesen sind, dass ich dort andere Dienstleistungen, Daseinsvorsorge vorhalte, wenn eine solche Situation kommt. Und dafür braucht man zum Beispiel digitale wir erheben das mit Sensoren und die verbauen wir momentan. Aber wir verbauen sie zum Beispiel intelligent, dass wir sagen, wir nutzen schon die Sensorik, die wir verbauen bei der Ladeinfrastruktur und rüsten die gleich mit Klimasensoren auch aus, um eben multifunktionale Daten zu gewinnen, die dann noch in ganz anderen Bereichen weiterverwendet werden können. Also das ist eigentlich das Thema und die intelligent zu verknüpfen, da stehen wir im Wettbewerb mit den Projekten und den Modellen. Und das ist ein spannendes Feld. Sie brauchen nur über die Messe gehen hier. Da sehen Sie ganz, ganz viele Start-ups, die sich auf Teilaspekte konzentriert haben. Für uns als Städte ist es wichtig, den holistischen Blick, die Gesamtheit zu haben, weil am Ende geht es darum, Ressourcen richtig einzusetzen. Und deswegen bin ich auch als Kämmerer für die IT zuständig. Man kann natürlich dann auch diese übertragbaren Lösungen tatsächlich adaptieren in einem Open-Source-System, wie es ja in der Initiative Modellprojekte vorgesehen ist. Frau Maigel, Sie haben auch Sensoren verbaut in der Stadt. Manchmal mag man ja den Eindruck gewinnen, Smart City, das ist was für eine Verwaltungselite oder für Verbände und eben Funktionsträger, die dann bessere Planungsentscheidungen treffen. Aber ich glaube, ohne die Bürgerschaft geht es ja nicht. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Fokus in Ulm. Ist da nicht ein Potenzial drin, auch die Selbstwirksamkeit der alltäglichen Entscheidungen jedes Bürgers, jeder Bürgerin sichtbar zu machen in der Stadt als Kommunikationsmittel? Da wollen wir hin. Im Bereich Klimaschutz zum Beispiel. Und jede einzelne Entscheidung trägt dazu bei. Und wenn man das in der Stadt öffentlich macht, über Echtzeitdaten, ist das ein Ansatz, der aus Ihrer Sicht auch ein wichtiges Element ist? Also der Ansatz wird von uns auch sehr unterstützt. Wir sind in vielen Dingen noch nicht ganz so weit, deswegen sind wir auch noch Modellprojekt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um Dinge auch umzusetzen. Das, wo wir bisher die Bürgerschaft sehr mit einbezogen haben, das war eben bei der Maßnahmenfindung. Also was wird mit dem Geld jetzt wirklich gemacht?
Da sind sehr viele partizipative Prozesse mit auf den Weg gebracht worden. Und wir haben dann auch die Maßnahmenentwicklung in einem Wettbewerb ausgeschrieben. Und bei dieser Einreichung von dem Wettbewerb haben dann eben nicht nur unterschiedliche Verwaltungsabteilungen mitgemacht, sondern da kamen auch Ideen von den Universitäten, aus der Wirtschaft, aber eben auch aus der Bürgerschaft. Und wir haben auch Maßnahmen, die dann von Vereinen und Organisationen umgesetzt werden. Mhm. Also es wird nicht automatisch alles von der Verwaltung umgesetzt, sondern durchaus von ganz unterschiedlichen Projekttreibern, nennen wir die dann, die sich dann für ein Thema einsetzen. Und da war es bei dem Förderprojekt wirklich sehr, sehr gut, dass es auch sehr flexibel gehandhabt werden konnte. Gerade wo jetzt eben auch die Ukraine-Krise kam, hatten wir das als sehr hilfreich empfunden, dass wir nochmal nachsteuern konnten und einfach ein Projekt auch relativ schnell dank der Hilfe von KTS und KfW auf den Weg bringen konnten, was sich dann speziell auch um die Hilfe für ukrainische Geflüchtete gehandelt hat. Mhm. Nun geht es ja darum, auch diese Lösungen, die Einzellösungen, die Lösungsvielfalt, die in dem Programm entsteht, auch in die Fläche zu bringen. An dem Punkt wäre auch der Einsatz von Frau Humann gewesen. Die ist nun heute nicht da, aber ich kann berichten, dass im Wissenstransfer schon einiges passiert. Wenn wir adressieren auch ganz konkret die weißen Flecken. Netzwerktheoretisch könnte man sagen, wir haben hier mit den 73 Modellprojekten die Knoten des Smart City Diskurses in Deutschland und von dort ausgehend sprechen wir die Nachbarn an und haben durch das Schneeballsystem irgendwann wie eine Exponentialkurve hoffentlich alle über 11.000 Kommunen, Sie haben es schon genannt, erreicht. Jetzt haben wir diese Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften in diesem Halbjahr an den Start gebracht und die starten noch. Sie beteiligen sich daran schon. Was versprechen Sie sich von den Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften? Gibt es schon Lösungen, die Sie sehen in anderen Städten? Punkt. Der Blick verrät mir, dass Sie die Frage an mich richten. Ich nehme die, sehr gerne an. Wenn Sie schon das also Wort ergreifen. Grundsätzlich denke ich, dass was ganz wichtig ist bei allen Modellprojekten Smart Cities, dass eben dieses Modell alleine schon in der Betitelung ganz zentral ist, Modell zu stehen für andere und Dinge zu erproben, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern zu schauen, was kann man wie übertragbar gestalten. Und genau so verstehe ich auch diese Arbeitsweise und diese neue Struktur der Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften, dass zu zentralen Themen, an denen die verschiedenen Modellprojekte Smart Cities arbeiten, eben projektübergreifend sich ausgetauscht wird. Und das passt ganz gut zu einem Diskussionspunkt, den Sie vorhin mit Herrn Specht hatten, nämlich haben wir eine Kongruenz der Ergebnisse oder passieren die parallel? Aus meiner Sicht ist bei innovativen Themen zwangsläufig nicht genau klar, was am Ende das genaue Ergebnis sein wird, sonst wäre es nicht innovativ. Gleichzeitig ist es dementsprechend aus meiner Sicht sinnvoll, dass parallele Bestrebungen und Ideen sich entwickeln, die dann aber zusammenzuführen ist aus meiner Sicht auch wirklich das große Privileg, aber auch die Verantwortung im öffentlichen Bereich von uns als Städten zu schauen, dass das, was wir entwickeln, eben auch anderen zur Verfügung gestellt wird. Und so verstehe ich auch die Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften, bei denen wir jetzt neulich in der zu den urbanen Datenplattformen festgestellt haben, dass wir unterschiedliche Reife- oder Entwicklungsstufen haben in diesen beteiligten Städten und Kommunen, die daran mitgewirkt haben an diesem ersten Workshop. Und ich gehe davon aus, dass auch bei der Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft Urbane Digitale Zwillinge, an denen wir als CAT natürlich auch beteiligt sein werden, sich ein ähnliches Bild darstellen wird. Und da ist aus meiner Sicht genau die Herausforderung zu sagen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was können wir voneinander lernen, ohne die Erwartungshaltung zu haben, wir stecken das Gleiche irgendwo anders in die Steckdose und es läuft, aber eben zu schauen, was können wir übertragen, was können wir adaptieren, um eben nicht die gleichen Lernschritte nochmal machen zu müssen, sondern eben auch Dinge überspringen zu können und Dinge dann eben auch für andere Städte und Kommunen übertragbar zu gestalten. Mhm. Herr Bartol, wie ist Ihr Eindruck? Das ist ja schon eine Bürde für die Modellprojekte und ein Privileg gleichzeitig, wie wir gehört haben.
mit Innovation, mit Neuerungen, soziotechnischen Innovationen wohlgemerkt, hier voranzugehen. Die Ministerin hat es gestern eigentlich schon beantwortet, Scheitern soll erlaubt sein. Jetzt wissen wir, dass die Prozesse manchmal eben nicht so flexibel sind. Wie geht die Bundesregierung damit um? Ich nehme ihr schon ab, dass das auch ernst gemeint ist. Wie können wir mit diesen Experimentierräumen auch breiter denken? Das Stichwort Reallabore ist gefallen. Also meine Ministerin meint immer alles ernst. Und insofern ist das auch klar, was sie damit aussagen wollte. Wenn wir Modellvorhaben fördern wollen, um resilientere Städte und Gemeinden, um nachhaltigere Städte und Gemeinden zu haben, und wenn wir sagen, das ist ein Experimentierfeld, wo es schon viele Dinge auch gibt, wo Vernetzung stattfindet, dann muss man auch akzeptieren, dass der ein oder andere Weg in einer Sackgasse endet und dass man erkennt, dass man ihn nicht weitergehen sollte. Und ich glaube, es ist ein Wert an sich, wenn es uns dann gelingt, dass wenn einer in der Sackgasse steckt, ob technologisch oder ob gesellschaftspolitisch, dass nicht alle anderen den Fehler nochmal wiederholen, sondern dass man dann über eine gute Vernetzung es einfach hinbekommt, dass solche Fehler dann auch am Ende was Positives waren, weil es uns insgesamt und mit diesem Thema auch weiterentwickelt hat. Und ich finde es auch so spannend. Wir hatten jetzt das erste Mal die G7 Stadtentwicklungsminister in Potsdam zusammen. Und ich fand es wirklich, finde ich, auch eine Auszeichnung jetzt auch für diese Themen, dass der nächste Gastgeber, das nächste Gastgeberland Japan gesagt hat, auf der nächsten G7-Konferenz wird das Thema Smart Cities, nachhaltige Stadt, eines der Schwerpunktthemen. Ich meine, daran sieht man ja, wir sind da auch nicht alleine, wir sind da auch in der internationalen Situation und alle Kommunen, alle Städte dieser Welt haben ähnlich gelagerte Schwierigkeiten, unter anderen Voraussetzungen, das muss man klar sagen, aber die Schwierigkeiten, Klimaanpassung, Resilienz, wir alle stehen davor, und wenn es uns gelingt, sozusagen am Ende auch international für einen Mehrwert der Bürgerinnen und Bürger, eben nicht nur den Mehrwert für die Verwaltung, nicht nur den Mehrwert für Politikerinnen und Politiker, dass sozusagen es schneller geht, sondern dass am Ende wirklich die Menschen davon profitieren. Und es ist ein Wesensmerkmal einer integrierten Stadtentwicklung, dass man das auch nicht alleine macht mit als Verwaltung, sondern dass man das gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, mit den Menschen vor Ort auch tut, dass man daraus Konzepte entwickelt. Und wenn uns das gelingt, ist mir hier nicht bang. Also ich finde, man hört nur gute Sachen. Ja, nun sind wir schon in fortgeschrittener Zeit. Vielleicht als kleine Schlussrunde. Wir haben vorhin ja die Vision gehört, die jeder und jede von Ihnen haben. Wie wird sie denn Wirklichkeit? Wenn Sie den Satz beenden, meine Vision der Smart City wird Wirklichkeit in dem. Wie würden Sie antworten? Vielleicht beginnen wir bei Frau Reinicke. Den Ball nehme ich einfach einen Satz später auf. Ich wollte nämlich noch kurz ein Beispiel nennen zum Thema Scheitern. Gerne. Was das aus meiner Sicht sehr schön veranschaulicht. Wir lernen ja nicht nur aus den Dingen, die wir übertragen können, sondern auch aus den Dingen, die nicht funktionieren. Und die sind ja genauso wichtig, um zu schauen, wie wir weiterkommen. Und ein ganz kleines Beispiel, aber das hat uns alleine schon als Drei-Städte-Kooperation das sehr schön veranschaulicht, mit einer KI Gebäude zu scannen und zu schauen, wie viele Stockwerke liegen vor. Und das hat die KI, so wie wir das in dem Fall versucht hatten, nicht geschafft, weil die Fassaden so unterschiedlich sind. Das ist ein ganz kleines Beispiel, aber warum sollten alle Modellprojekte, geschweige denn alle Städte und Kommunen, das Gleiche ausprobieren? Dann können wir schauen, warum hat es nicht funktioniert, und es anders probieren oder sagen, okay, gemessen am Aufwand ist es das vielleicht nicht wert, wir machen was anderes. Aber Scheitern ist aus meiner Sicht bei innovativen Themen großartig, im Sinne von Dinge ausprobiert haben, die so nicht funktioniert haben. Wenn wir alles nur ausprobieren, was wir schon kennen, kommen wir nicht weiter. Also, wie wird meine Vision Wirklichkeit, um den Ball wieder aufzugreifen. Ich denke, dass es ganz zentral ist, Strukturen zu schaffen, die nachhaltig auch über Projektlaufzeiten hinaus funktionieren. Das ist aus meiner Sicht das ganz zentrale Thema, und das machen wir eben auch mit unseren Systematiken. Das heißt, wenn einzelne Tools hinzukommen, jetzt in unserem CAT-Zwillingskontext, dann können wir die ergänzen. Die sind additiv, die ändern nicht das System, sondern sie ergänzen es. Das Gleiche zählt bei Anwendungsfällen. Wenn ein neuer Anwendungsfall hinzukommt, dann kann der in diesem System funktionieren und dargestellt werden. Das heißt, Nachhaltigkeit erreichen wir durch Strukturen, die kompatibel zueinander sind, offene Schnittstellen haben, interoperabel, interdisziplinär sind und eben auch an den Bedarfen der Gesellschaft von heute und eben auch von morgen orientiert sind. Ja, ich glaube, noch mal ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt vorher angesprochen haben,
Erfolgsfaktoren herauszuarbeiten, aber auch Faktoren des Scheiterns. Und die sind natürlich ein wichtiger Bestandteil, auch um Wissen weiterzugeben, Erfahrungen weiterzugeben und andernorts Erfolge zu schaffen. Meine Vision der Smart City, Herr Specht, wird Wirklichkeit, indem Sie... Ja, indem wir tatsächlich Daten nutzen für die Transformation unserer Städte. Und das wird dazu führen, dass wir zu einer neuen Verwaltungskultur innerhalb der Verwaltung kommen müssen, weil Datenplattformen leben davon, dass wir aus den Silos rauskommen. Und wir werden auch eine neue Form der Kollaboration innerhalb einer Stadtgesellschaft haben zwischen den verschiedenen Akteuren. Nur dann wird es uns gelingen, tatsächlich die Krisen, die wirklich vor uns stehen, die großen Krisen der ökologischen Transformation zu bestehen. Und da werden die Daten eine ganz, ganz große Rolle an der Stelle spielen. Lassen Sie mich noch einen Satz ergänzen, weil Sie gesagt haben, wie können denn die Kollegen, die jetzt hier unter uns sind und vielleicht profitieren wollen von dem, was schon da ist. Sie sind so bescheiden. Heute oder morgen wird die Datenbank freigeschaltet, glaube ich. Nächste Woche mit 623. Gestern wurde sie angeteasert. 623 Maßnahmen. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine Sammlung. Vielleicht haben wir auch den Mut, ich gebe es mal als Anregung weiter, hinten dran zu schreiben, was hat funktioniert. Und wo sehen wir auch Schwierigkeiten? Das wäre ein Modellprojekt von einem neuen Government, zu sagen, wir haben auch den Mut, ganz öffentlich bei einer solchen Maßnahmen-Datenbank zu sagen, was funktioniert, was nicht. Und damit erleichtern wir es natürlich Follower, Kommunen und anderen, die sich das Ding anschauen, direkt Kontakt aufzunehmen und auch zu sehen, was eine Perspektive hat vielleicht. Also insofern kleine Anregung und Lob gleich in vielen Dank. Die nehme ich gerne auf. Nicht ohne dazu zu verlieren, dass natürlich ein wesentlicher Teil der Maßnahmen erst in Planung ist in den Projekten und ganz wenig abgeschlossen. Übrigens auch sehr wenige abgebrochen, auch die gibt es. Daraus können wir schon lernen. Aber natürlich ist das Ziel, hier auch mit diesen Informationen, die wir zusammentragen, in einer Datenbank zu bewerten und damit zu arbeiten. Aber ich sage einschränkend dazu, diese Datenbank ist erstmal ein Minimal Viable Product, das zum Testlauf unter den Modellprojekten freigeschaltet wird und wird dann natürlich auch qualitativ kuratiert und dann öffentlich geschaltet, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Frau Meige, ich darf Sie aber nicht abschneiden. Die Vision von Herrn Barthol haben wir ja eigentlich schon kennengelernt. Angesichts der Zeit, Ihr Schlusswort bitte. Ja, also meine Vision von der Smart City, die wird dann eingetreten sein, wenn wir als viele Städte, also wirklich viele Städte gemeinsam mit Open-Source-Lösungen Dinge echt auf die Straße gebracht haben, also in die Umsetzung gebracht haben und durch dieses gemeinsame an etwas Arbeiten dann auch wirklich gute Lösungen entwickelt haben. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen allen danken, Sören Barthol, Sabine Meigel, Christian Specht und Nora Reinicke, nicht ohne Ihnen auch fürs Zuhören und Ihr Interesse zu danken und eine Einladung auszusprechen, sich einzuschalten, mitzumachen beim Smart City Dialog in Deutschland, auch gerichtet natürlich an die vielen nicht geförderten Kommunen und Städte in Deutschland. Wir sind am Stand 408 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und erwarten Sie dort auch zu Präsentationen einzelner Projekte, sogenannten Themeninseln. Hier finden heute noch eine und morgen zwei statt, beziehungsweise eine fand jetzt auch parallel statt. Es ist ja ein dichtes Programm. Morgen wird es noch eine Smart City Lounge geben zum Thema Austausch, Vernetzung und in Form eines Posterwalks, eines geleiteten Posterwalks. Sie sind herzlich eingeladen. Gucken Sie auf die smartcitydialog.de-Seite. Dort finden Sie auch Kontaktdaten der KTS, der Koordinierungs- und Transferstelle, Interessenbekundungen, Möglichkeiten und unsere Termine. Vielen herzlichen Dank. Danke schön für die Moderation. Danke Ihnen fürs Mitmachen. Herr Wolbode von Geladi, ganz herzlichen Dank an Sie und Ihre Panelisten für all die Updates hier rund um die Modellprojekte Smart Cities. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen jetzt hier